Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Der Investor vom Lüneburger Tor, Ratzak Immobilienmanagement, hat auch die Übernahme der Kaufhalle geprüft. Das Büro von Architekt Klaus Schuwirth hatte bereits ein Konzept für die Nutzung der Kaufhalle ausgearbeitet. Derzeit liege jedoch der Preis des Eigentümers der Kaufhalle so hoch, dass das Konzept von Schuwirth noch nicht weiter verfolgt wird. Mehr dazu lesen Sie morgen in der AZ. Eine Investition von rund 1 Million Euro plant der Abfallwirtschaftsbetrieb auf seiner Deponie in Borg. Dort werden demnächst 3 neue Trockenfermenter errichtet, 4 von ihnen gibt es dort bereits. Dabei handelt es sich um jeweils 25 Meter lange, 5 Meter hohe und 5 Meter breite Gebäude, in denen Biogasabfälle vergären. Aus ihnen entsteht Biogas, aus dem in Blockheizkraftwerken wiederum Strom erzeugt und ins öffentliche Netz eingespeist wird. Arbeitende Eltern haben es schwer. Arbeitgeber bringen häufig wenig Verständnis dafür auf, wenn Mütter auf die Minute genau gehen, um die Kinder pünktlich aus dem Kindergarten abzuholen. Und die Erzieherinnen pochen genau darauf und können nicht immer verstehen, dass Eltern, die häufig Pendler sind, ihre Arbeits- und Fahrzeit nicht genau planen können. In der Einheitsgemeinde Wienbüttel soll sich das jetzt ein Stück weit ändern. Die Kommune will die Öffnungszeiten der Kindergärten und Krippen erweitern. Wie genau? Das lesen Sie morgen ebenfalls in der AZ. Kommen wir nun zum Wetter. In der Nacht werden Nebel- und Hochnebelfelder im Kreis Uelzen erwartet. Diese machen im Vormittagsverlauf aber bald wieder strahlenden Sonnenschein Platz. Die Temperaturen erreichen morgen nur noch 14 bis 15 Grad, nachts wird es mit minus 1 bis minus 2 Grad dann aber wieder ziemlich frisch. Das war's für AZTV für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sagen Tschüss und bis morgen.